Ja, Frau Heberli, die Wahl ist klar ausgefallen. Wie geht es Ihnen? Es geht mir sehr gut. Ich merke, wie eine so Anspannung sich langsam lösen tut. Ich freue mich riesig über das klare Resultat und natürlich auch auf die kommende grosse Aufgabe als Ständerätin. Hätten Sie gedacht, dass es so klar ausfällt? Nein, ich bin in den letzten Tagen eher ein bisschen kritisch gewesen. Ich habe gedacht, meine Chancen sind intakt. Aber dass es ein enges Resultat könnte werden, mit dem habe ich eigentlich auch müssen rechnen. Jetzt war es ein klares Zeichen für Sie gewesen. Was bedeutet jetzt, dass Sie mit dem Herrn Eberle zusammen in Bern, wie wird da Politik jetzt ablaufen? Ja, ich glaube, wir werden ein gutes Team sein. In den wesentlichen Positionen sind wir gleicher Meinung, in der Finanzpolitik, in der Verkehrspolitik, auch in der Regionalpolitik. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da mit einer starken, geeinten Stimme auftreten können. Ich habe da ein klares Profil, man könnte sie mal über Herr Eberle legen, dann sehen Sie, dass wir da weitestgehend deckungsgleich sind. Und ich freue mich auf die Aufgabe, das gibt eine gute Sache. An wann hat es denn echt gelegen, dass Sie so klar jetzt vorne gelegen sind? Können Sie da eine Einschätzung geben? Ja, ich glaube, die Thurgauerinnen und Thurgauer haben erkannt, dass ich mit ganzer Kraft und mit meiner ganzen Zeit, die ich kann, mich für den Kanton Thurgau wieder einsetzen als Ständerätin. Meine Erfahrung in Bern, 8 Jahre im Nationalrat, hat da sicher auch mitgespielt. Und ich glaube, ich kann Ihnen zeigen, dass ich einen Wahlkampf mache, der auf ehrlichen Aussagen beruht. Und das hat am Schluss die Leute motiviert, nochmals zu wählen und mich zu wählen. Und das danke ich allen, die mir das Vertrauen gegeben haben, ganz herzlich.